Frank Marenbach, auch die Hotelszene spricht über das Coronavirus. Absagen von Tagungen und Reisegruppen nehmen zu, auch in Baden-Baden. Was haben Sie denn für einen Eindruck? Also es ist, glaube ich, mittlerweile klar, dass Corona, um es mal abkürzt zu nennen, einen Einfluss haben wird auf den Geschäftsverlauf. Ich rechne durchaus damit, dass wir die nächsten 3 Monate nicht unerheblich Absagen in den Hotels bekommen werden. Nachvollziehbarerweise insbesondere Konferenzen und Tagungen, also Anlässe, an denen mehrere Menschen zusammenkommen, häufig auch internationaler Natur, und das ist, glaube ich, auch vorsichtig. Inwieweit es auch auf individuelle Reisen einen Einfluss hat, kann ich aktuell noch nicht ganz überblicken. Ich vermute aber, dass auch hier es eine Konsequenz geben wird. Ja, was kann man tun damit? Was können Hotels tun? Also es ist ja zum einen wichtig, dass wir operativ das in den Hotels sicherstellen, dass wir alles tun, damit wir von den Hygienestandards sehr gut arbeiten. Da sind wir aber ohnehin ausgezeichnet aufgestellt, denn Hotels, gute Hotels beschäftigen sich nicht erst seit Corona mit der Fragestellung, wie hält man ein Hotel in gutem hygienischen Zustand. Die Anforderungen sind natürlich etwas höher geworden, und ich glaube auch übrigens, nach der Bewältigung dieser Situation wird es sicherlich auch einen neuen Blick auf Hygienestandards geben. Aber das ist jetzt mal für später. Die nächste Frage ist, wie geht man mit Verdachtsfällen um? Was macht man damit, wenn ein Kollege vielleicht Symptome zeigt, ein Gast Symptome zeigt? Und da haben wir seit einigen Tagen doch ein umfangreiches Handbuch für unsere Mitarbeiter und die jeweiligen Direktoren zusammengebaut, hier von der Oetker Collection für alle, in denen das klar geregelt wird. Das ist etwas, wo man durchaus militärisch nicht in einem Kriegsverständnis, aber in einer militärischen Meldekette auch agieren muss. Also was passiert, wer meldet was, was ist die Verantwortung desjenigen, der meldet und der eine Meldung entgegennimmt, und das müssen Sie ganz genau vorher definieren und auch mal durchspielen. Denn wenn etwas passiert, dann ist jeder von uns natürlich unruhig bis panisch, und das wollen wir natürlich nicht. Also jedes gute Unternehmen baut insofern vor. Wie sieht denn sowas aus, so ein Ernstfall? Also wenn jetzt ein Gast eines Hotels der Oetker Collection Symptome zeigt und sich dann wahrscheinlich meldet und sagt, ich fühle mich, als bekäme ich eine Erkältung, was passiert dann? Naja, es ist immer Augenmaß und Handgewicht. Wo war der Gast vorher? Ist er vielleicht gerade in den letzten 10 bis 14 Tagen in einem, wie wir heute wissen, Krisengebiet, war in China, war in Norditalien. Denn das ist wichtig, um einzuschätzen, mit welchen Maßnahmen soll man reagieren. Würde man einen Gast vielleicht bitten, im Zimmer zu bleiben, Roomservice anzubieten, nicht in die öffentlichen Restaurants gehen? Oder ist sogar ein anderes Handeln notwendig, indem man vielleicht auch den Gast bittet, zu einem Arzt zu gehen, dabei behilflich ist? Also je nach Hintergrund, je nach Kontext ist ein unterschiedliches und abgewogenes Handeln erforderlich. Sie haben ja einen Überblick auch auf Hotels in anderen Ländern, nicht nur in Deutschland, in Europa, in Afrika, Amerika. Bereiten sich die Hotels auf ein noch deutlicheres Ausmaß von Folgen einer vielleicht bevorstehenden Epidemie vor? Ja, also was heißt vorbereiten? Wir müssen uns vorbereiten, dass wir in den Häusern verantwortungsvoll mit unseren Mitarbeitern und den Gästen umgehen. Das ist, was wir tun können. Das andere ist natürlich die Frage, welchen wirtschaftlichen Einfluss hat das auf die Hotels und welche Maßnahmen können wir ergreifen. Auch das spielen wir gerade durch. Also wir unterstellen bestimmte Umsatzrückgänge und versuchen dann, den Handlungsspielraum auch zu verstehen, den wir jeweils haben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn Situationen wie jetzt Corona existieren, dass man einfach sich nur möglichst gut vorbereiten kann, Szenarien durchdenkt, und wenn sie dann eintreten, dass man schon mal durchgespielt hat, was zu tun ist. Denn keiner von uns weiß, was passiert. Vielleicht bekommen wir auch in den nächsten 6, 8 Wochen eine Verbesserung. Ich bin kein Virologe, ich höre mir natürlich wie auch andere, ich lese viel. Es gibt ja auch eine Seite der internationalen Gesundheitsbehörde, wo man aktuell auch nachgucken kann, was passiert. Also vorbereiten ist wichtig, und dann ad hoc zu entscheiden, was ist die angemessene Situation.
nochmals, ich glaube, das ist ein Appell an uns alle, an jeden Mitarbeiter, an uns als Gesellschaft, besonnen damit umzugehen. Jeder Einzelne hat eine hohe Verantwortung, eine individuelle Verantwortung, auch wenn es banal klingt. Ich habe in unserem Manual geschrieben, singen Sie doch zweimal das Happy Birthday. Das ist ungefähr 20 Sekunden, denn so lange müssen Sie sich die Hände waschen. Also so einfach und so pragmatisch muss man auch vorgehen. Und in der Unternehmensführung ist das natürlich ein bisschen komplexer, als jetzt zweimal Happy Birthday zu singen. Vielen Dank für das Interview, Frank Marmbach. Ja, ich danke Ihnen, Frau Mehke.